Hallihallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Fallout 4. Wir haben den, war es Beryllium-Beschleuniger? Ich glaube, ja. Beryllium, ja, nur mit Ü und Doppel-L. War also fast richtig, was ich da erzählt habe. Muss ich mal ganz kurz eben ändern hier. Beryllium-Beschleuniger. So rum ist es richtig. Was verfolgt uns? Mein Gott, wo kommen die jetzt gerade alle her hier? Die können sich nicht vor uns verstecken. Legendärer Ritter Sergeant, ah ja. Der macht Schaden, oder? Ja, der macht Schaden. Das hat sich ja wehgetan. Ein Haken. Ja. Schaden 66? Was? Das ist so beknackt. Das möchte ich benutzen, glaube ich. Vor allen Dingen macht mehr Schaden, je niedriger meine Gesundheit ist. Das ist ja prima. Wo ist der Haken? Der Haken ist weg. Da ist der Haken. Das ist so gaga. Okay, ich glaube, wir haben aufgeräumt. Ein paar Sünden sind draufgegangen, aber das ist ja nicht schlimm. Dann bauen wir uns halt ein paar neue. Da passe ich wieder nicht durch. Hervorragend. Ich glaube, ich bin überladen. Kann das? Das wär's. Mich deucht das so, als ob das irgendwie mal so wäre, dass ich überladen wäre. Messinglaterne. Okay, bringt uns wahrscheinlich nicht wirklich weiter. Ah, da ist ein Nuka-Cola Quantum. Nimm mich mit. Gief. Muss ich jetzt hier echt raus oder kann ich einfach hinreisen? Ich gehe mal raus. Wobei da draußen wahrscheinlich rabottig sein wird, bis zum geht nicht mehr.
Mich würde mal interessieren, was passiert, wenn ich jetzt wieder zum Luftschifflandeplatz gehen würde. Ich glaube, die würden mich versuchen, total auseinanderzunehmen. Aber ich könnte natürlich auch versuchen, das Ding zu stürmen. Was einem Selbstmord gleich käme. An einem Ob wir diesen könnten wir lang. So, als erstes gehen wir mal ganz kurz eben nach Sanctuary zurück und hoffen, dass Paladine Dance nicht hier ist. Was denn? Nein, das sieht man gar nicht. Man sieht nur mal, dass ich meinen Arm oben habe. So, Transfer. Den Schrott einlagern. Dankeschön. Eines Tages wird Sanctuary eine pulsierende Gemeinde sein. Ich habe es gesehen. Wo ist denn der Paladin? Ist der weg? Da läuft er. Ha! Es tut mir das leid für dich. Tut mir jetzt leid. Was für eine Synth-Komponente. Ich kann nichts dafür, er hat angefangen. Ich wollte doch nur reden. Verdammt. Valentine. Sollen wir wieder aufbrechen? Nö, jetzt gerade nicht. Hättest du Lust, gemeinsam zu reisen? Wäre nett. Wir beide wieder gemeinsam da draußen. Jetzt nicht. Weißt ja, wo du mich findest, falls du es dir anders überlegst. Ja. Ich muss gerade mal ein bisschen mein Zeug reparieren. Alter, wie schnell ist denn das Ding jetzt? Träumchen? So, und ich sollte noch mal einen Roboter herstellen, ne? Vielleicht habe ich ja mittlerweile mal ein paar schicke Sachen. Wir gehen mal auf Herstellen. Dann machen wir mal den hier. So. Kopf. Ich wäre für einen Aggressor-Ton mit Kopfleser. Der Robotik-Experte fehlt dafür. Da wissen wir jetzt auf jeden Fall, was ich gerade skillen kann, möchte, tun werde. Level up. 4 Stück vor allen Dingen auch, ja. Kann man mal machen, ne? Wo ist denn der Robotik-Experte? Peng Fu. Mhm. Wer kennt es nicht, das Peng Fu? Moin, Brownie. Robotikexperte, wo ist denn das? Robotik. Da. Gut, haben wir.
Automaton 176 klingt irgendwie doof. Ich wäre für Peterle. Peterle ist ein schöner Name für einen Roboter, oder? So. Robo-Hirnkopf? Nö. Fügt Messmetron-Angriff hinzu. Aha, besonders hohe Kampfreichweite, überlegene Präzision. Kurze Kampfreichweite, mangelhafte Präzision. Machen wir trotzdem mal eben. Okay. Habe ich den nicht dran gemacht? Danke. So, dann die Kopfrüstung. Echsenhelm, was? Ein Succubus. Oh, wie cool ist das denn? Der Gorgonenhelm gefällt mir irgendwie. Okay, den Kopf haben wir also fertig. Torso. Ein Protektron? Ich glaube nicht. Mr. Handy. Ich glaube, ein Wachbord könnte man mal nehmen. Steuertragekapazität. Wildenplatte. Schöne Sachen gibt's hier. Wir bauen jetzt mal so ein richtig perverses Teil zusammen. Habe ich schon, Brownie. Guten Morgen, das nächste Mal früher aufstehen. 7.30 Uhr. Oder so in der Art. Schaden, Steigertragezität 370. Machen wir das mal? Ja, da hättest du auch bis 7 Uhr wach bleiben können, da hättest du mitgekriegt. Linker Schulterplatz. Verschießt Splitter. Ach du Scheiße. Ich glaube, mein neuer Begleiter wird Spaß geben. Der Peterle. Bob wäre eigentlich auch noch ein schöner Name. Oder Dörde. Linker instabiler Schulter Fatman-Werfer. Ich glaube, das ist aber gemeingefährlich, wenn ich das mache. Ich glaube, ich gehe erstmal auf den Schulterwerfer.
Fügt Schlossknacken Subroutine hinzu. Hacker, Wahrnehmung von Verbündeten in der Nähe. Oder Ziele. Strahlungsschaden. Ah, brauche ich Robotik 2 für, okay. Halt, menschliche Verbündete! Klingt gut. Ich würde sagen, wir lernen mal eben die Robotik 2. Was machst du bei dir? Sieht das so einfach aus. Robotik. Numero 2. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was der Robotik ist. Ich kann mir Sachen so gut merken. Da. Bauen wir noch ein bisschen am Peterle rum. Torso. Torso ohne extra. Da kommt jetzt das Regenerationsfeld dran. Linker Arm. Außergewöhnliche Tragekapazität. Ja, machen wir mal. Was nehme ich denn da? Machen wir es mal so. Das ist ein Hydraulikgestell. Schlagstock nicht wirklich. Zangengreifen auch nicht. Betäubungsmod. Kryostrahl. Ich glaube, das könnte nett sein. Heilandsbleche. Zum Glück gar nicht übertrieben, was man hier alles dran packen kann. Das ist überhaupt nicht übertrieben. Raketenwerfer ist gut, oder? Ich sollte mich nur nicht in der Nähe von diesem Ding dann aufhalten. So, wir nehmen mal einen Raketenwerfer. Und an den rechten Arm erstmal natürlich auch wieder ein Wachbot. Armrüstung. Was haben wir da drüben genommen? Die Hydraulik, glaube ich. Naja, so. Und hier machen wir noch einen Kryostrahl dran. Mitte reich. Gatling Laser oder Minigun? Da komme ich nämlich in den Kryostrahl. Ja, die Beine passen noch nicht ganz so.
Mr. Handy Schubdüse. Ja, warum nicht? Nein, Minigun ist doch langweilig. Mein Gott. Nehme ich die Wachbordbeine? Oder nehme ich die Schubdüse? Sieht knuffig aus, wie er da so rumschwebt im Prinzip. Ich glaube, ich nehme mal die hier. Das ist so schön blöd. Habe ich da jetzt überhaupt was dran gebaut? Ne, der Arm fehlt irgendwie, ne? Ach komm, wir nehmen das Ding hier. So, ich muss aber nochmal ganz kurz eben hier gucken an dem rechten Arm. Der ist nämlich, linken Arm, der ist irgendwie... Fehlt das Ding! Ich wollte da... Was wollte ich denn dran haben? War das nicht Raketenwerfer? Ja, aber wo ist der hin auf einmal? Hammersäge, ernsthaft. Gamma-Kanone, Blitzwaffe, Minigun, Gatling-Laser. Ja, dann brauche ich halt einen Gatling-Laser. So, Peterle, du kommst jetzt mit. Identität bestätigt. Diese Einheit steht zu Diensten. Alle Systeme bereit? Diese Einheit arbeitet derzeit unter optimalen Parametern. Bereit für den nächsten Befehl. Komm, wir brechen auf. Bestätigt. Alle Systeme stehen Ihnen zur Verfügung. Es ist ja nicht. Hat er die Dinger hinten auf dem Rücken drauf? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der die Dinger hinten auf dem Rücken hat. Torso. Hatte der nicht... Wie konnte ich denn die Sachen hier hinten dran packen? Hä? Ich bin verwirrt, er hatte doch hinten noch diese Werfer drauf, oder nicht? Nur wo sind die jetzt auf einmal hin? Hat er das weggemacht, weil die Beine, oder weil das dieses Schwebeteil das nicht packt, oder was? So, ich gehe mal auf die Wachbordbeine mal eben. Na, jetzt hat es nämlich noch Hüft und so weiter. Das gucken wir mal eben. Torso. Ah, guck mal hier. Jetzt können wir hier auch wahrscheinlich ganz andere Sachen drauf montieren. Das wird wahrscheinlich einfach eine Frage des Gewichts sein.
Die haben wir. Linker Schulterplatz. Da wollte ich den Schulterwerfer aufpatschen. Rechter Schulterplatz. Dito. Torso ohne extra, natürlich nicht. Da packen wir das Regenerationsfeld drauf. Hüftrüstung. ...124 ist natürlich... Und wir nehmen erstmal das hier. Das ist total brutal. Das sieht gut aus. So, haben wir es an den Beinen alles fertig? Ja, ne? Die Stimme und die Farbe müssen wir noch ändern. Ey, wir können nur eine männliche... Ah, eine dunkle Piepsstimme! Pieps-Klick-Modul. Oh, bitte. Anhören gibt's nicht. Oh, schade. Selbstzerstörungsfunktion? Jetzt bin ich mal gespannt. Hey! Warte da! Ich will so einen richtig Beknackter haben, bitte. Warte mal eine Sekunde. Bitte, fahren Sie fort. Ich würde gerne die Persönlichkeitssubroutine aktivieren. Verstanden. Persönlichkeitssubroutine wird aktiviert. Aufgepasst. Ich kümmere mich darum. Ich muss dich mal was fragen. Benötigen Sie meine Hilfe? Selbstzerstörung aktivieren? Nein! Das war's. Also gut. Aufgepasst. Ich würde Komm schon. Sie begleiten, aber es ist Ihre Entscheidung. Position halten. Nun gut, ich werde hier bleiben. Und los. Ich erledige das. Passt er jetzt da durch? Braucht jemand Hilfe, dann helfen wir. Ich glaube, er fährt einfach dann gleich durch die Wand, im Zweifelsfall. Gut, wir sind bei Viertel nach angekommen. Wenn der Dicke jetzt mal endlich hier... Pass auf, wir reisen mal kurz eben schnell, damit wir draußen sind. Wir reisen mal kurz eben zur Vault 111. Und dann würde ich sagen, sind wir jetzt erstmal am Ende angekommen für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Bis dann, alles Gute und ciao.